Howdy Partner, wir laden euch ein am Samstag, den 26. Juli nach Pullman City, die lebende Westernstadt hier in Iging am See. Da steigen die Wild West Games 2014 und da werden wieder Viererteams aus den Gemeinden in unser Radiosendegebiet gegeneinander antreten. Ja, und zu gewinnen gibt es ein Jahr lang freien Eintritt für alle Bewohner der siegreichen Gemeinde in die Westernstadt Pullman City. Und wie die Spiele funktionieren, das zeigen wir euch jetzt. Disziplin Steckenpferd-Parcours. Ihr seht, gar nicht so schwer mit dem richtigen Pferd. Ein paar Ellbogen geht es schon. Und jetzt geht's weiter zum Bogenschießen. Und da habt ihr keine Chance. Wo ist die Masseuse? Also, wir wollen Pfeil und Bogen schießen. Ja. Wisst ihr, was das ist? Ja, mir brauchst du nicht erklären. Ich sprich's mit dem Kirmeskönig 98 von Münzenberg. Aber okay. Ich brauche eine Erklärung. Ja. Okay, also das ist ein Langbogen. Mit einem Griff. Aha. Okay. Und. Der war gar nicht schlecht. Respekt. So sollte das funktionieren. Okay. Dann her mit dem Ding. Ich glaube, klar, das ist absolut nicht so. Kein Problem. Ja? Hier das Ding so rein und dann in die Richtung. Und jetzt loslaufen. Ah, aber andersrum. Oh, scheiße. Warte. Hoppala. Kann man das so drehen? Nee, es funktioniert. Also hier so in das Ding rein, so. Und dann unter das Messingringelchen da. Und jetzt. Und stopp. Oh, Scheiße. Die weiße Feder nach außen. Ah, okay. So. Hat das einen Sinn? Ja, weil da sind zwei, also es sind ja insgesamt drei. Ja. Und da können die zwei schön dran vorbei. Wenn da aber eine waagerecht raussteht, dann wird der Pfeil abgelegt. Ja, ach so, okay, dann ist Kacke. Jetzt nur an der Sehne, nicht am Pfeil, an der Sehne. Ach so! Ja, pardon. Ja, genau. Okay. Immerhin die Scheibe. Ja. Zwar nicht die in der Mitte, sondern die ganz rechts, aber immerhin die Scheibe. Das mach mal nach, Prinzessin. Warte, ich mach's dir jetzt nochmal vor, wie es richtig funktioniert. Also, ja. Pass auf. Du nimmst dir das Ding. Und dann nur noch einmal loslassen. Respekt, würde ich sagen. Und wo hat's mit mir geschmissen? Von da jetzt, oder? Das hier ist die richtige Distanz. Von da! Ha! Ich wäre von hier vorne. Komm, das ist doch bestimmt die Kinder. Also, wir haben hier so amerikanische Turniereisen fürs Hufeisenwerfen. Okay. Und dann gibt es verschiedene Punkte. 3, 2, 1, nix. Also, klingt soweit eigentlich ziemlich einfach. Ist es nur ein bisschen weit, aber die Technik kenne ich jetzt. Und ich würde sagen, ich probiere das jetzt mal. Ja, komm. Bleibt einem die Spucke weg. Naturtalent, würde ich sagen. Müssen wir uns geschlagen geben. Das war tatsächlich gar nicht mal so schlecht. Schön. Gar nicht so schlecht.
ist einfacher zuzugucken, als wenn man selber drauf sitzt. So, also der Moritz und ich, wir haben jetzt, würde ich sagen, ziemlich versagt. Aber Teddy, ja, du zeigst uns jetzt, wie es geht, oder? Ja, normalerweise reite ich ja im Pullman City den ganzen Tag Pferde, aber probieren wir das mal, wie das mit dem Bullen funktioniert. Also ihr seht, es ist überhaupt gar nicht so schwer, wie es am Anfang gewirkt hat. Es macht ultra viel Spaß und ich kann euch nur empfehlen, macht mit und bewerbt euch. Und es lohnt sich auch, denn zu gewinnen gibt es ein Jahr lang freien Eintritt und das für die ganze Gemeinde. Wir sehen uns am 26. Juli hier in der lebenden Westernstadt Egging am See, Pullman City. Audi. Was machst du denn da mit dem Hut? Hier so dran greifen. Muss ich das? Ja, so.